Mein Name ist Oder Leib, ich bin 57 Jahre, bin Geschäftsführer von der GbR Oder und Johannes Leib. Wir befinden uns hier in Hanheim. Hanheim liegt in Rheinhessen oder ganz genauer gesagt bei Nierstein am Rhein. Unimog ist ja ein universelles Motorgerät. In den 70er Jahren hatten wir als erste der 406er. Dann hatten wir ein U1400 und dann hatten wir U300. Und jetzt haben wir eine Neuanschaffung gemacht von letztes Jahr vom Unimog U529. Also ich zum Beispiel bin mit dem Unimog sehr zufrieden. Wir benutzen den für den Weinbau, wir nehmen den für den Ackerbau. Also ich benutze ihn wirklich sehr viel und der Unimog ist halt unschlagbar in der Kabine. Ein Unterschied zum Unimog-Geber zum Schlepper ist folgendes, das ist die Kabine. Das ist ein, du hast einen vollwertigen Beifahrersitz, sogar mit Luftfederung habe ich den diesmal genommen. Vom Raumangebot kommt kein Schlepper mit. Also der Unimog, dieser hier, der geht auch im Acker. Mittlerweile nehmen wir ihn für fast alles und der Unimog ist halt unschlagbar in der Geschwindigkeit. Weil mittlerweile sind die Betriebe alle groß und die Transport- oder die Anfangszeiten bis zum Ende, das ist was ganz anderes. Weil der Unimog ist hier, läuft hier 90 Kilometer, so wie ein LKW. Und jetzt die Transportarbeiten sind einfach schnell. Und dann, was noch ist, der Spritverbrauch ist weniger wie beim Unimog, bei gelbem Schlepper durch das Vario-Getriebe. Das ist, aber man muss halt natürlich auch schalten. Man kann nicht, man hat kein Vario-Getriebe für einen Schlepper. Das hat man nicht. Und in Frontanbaugeräte ist der Unimog unschlagbar, weil von hinten die Kabine nach vorne gerutscht ist. Man hat die Aufsicht direkt aufs Gerät. Man hat keine Motorhaube dazwischen. Das sind halt die Vorteile. Arbeitstechnik wird der Unimog eingesetzt bei uns von Frühjahr bis zum Herbst, sogar bis zum Winter. Wir fangen im Frühjahr an mit Düngerstreue. Da ist es halt, kann man viel mitnehmen. Dann wird Pflegearbeit gemacht, wie Spritze, wie Zuckerrübe durchzackern. Dann machen wir auch Transportarbeiten im Weinbau. Das heißt, wir fahren Spritzmittel raus, Spritzspray, Flüssigkeiten. Dann wird auch Dünger geholt, dann wird er, ist er unheimlich transportfähig bei metrischer in der Getreideernte. Von Getreideernte geht es dann Stoppelbearbeitung, nehmen wir dann den Unimog. Und dann wird sogar gepflügt, eingesät und wieder gemulcht. Frontmulcher ist er drin, also er ist fast immer universell einsetzbar von 1. Januar bis zum 31. Dezember. Wir fangen abends um 18, 19 Uhr an, weil es meistens da windstill ist und spritzen bis zum 12 Uhr und dann bleibt die Temperatur die nächsten 10 Stunden noch konstant. Die Düse werden angeleuchtet und damit sieht man sofort, wenn einer verstopft ist. Also der Unimog ist voll ausgestattet, da gibt es nichts mehr. Der hat sogar Wechselbridge, ja, mit dem Stapler. Das ist für mich das Hauptsächliche, weil wenn du den in der Acker einsetzen willst und du hast die Bridge dabei, kannst du vergessen, hast du keine Sicht nach hinten. Die Bridge muss kontinuierlich immer runter. Das Dreieck zum Ausbau ist völlig uninteressant. Muss eine Wechselbridge sein. Ohne Wechselbridge ist nichts. Eckzapfwelle ist von der Firma Werner. Ich bin nach wie vor noch immer der Meinung, dass eine direkt angetriebene immer noch das Beste ist. Ich habe den ja gekauft hier von der KBM und ich würde sagen, mein Herr Stutz, den wo verkauft hast, der Mann ist super. Wir haben den zusammengesetzt mit Reiferegeldruckanlage und alles. Also der Kamerad hat alles, da wurde wirklich nichts vergessen. Auch die Werkstattbetreuung vom Herr Hösch, das ist auch wunderbar, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Und ich hoffe ja nur, dass das Unimog-Programm noch lange, lange läuft.